Und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Bausparvertrag Projekt Gedings. So. Aha. Sehr schön. So, Blätter. Haben wir Blätter hier? Ja, wir haben massig. Ne, sind keine Blätter. Das sind keine Blätter. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Bookshelf. Ne, genau. Brauche ich richtig Papier. Das heißt, Blätter, Plastik gibt es relativ wenig. Ich muss mal gucken, ob man die ganzen Blätter, die ganze Plastik irgendwie ein bisschen komprimieren kann. Plastik, was kann man daraus alles machen? Wir können daraus wahrscheinlich, also ich suche gerade sowas wie Plasteblöcke, wisst ihr? Wo man einfach mal ein bisschen Plaste bündeln kann. Daraus dann aber später wieder Plastik rekonstruieren kann. Ja, wäre dumm, das wäre noch mehr. Wir wollen nicht mehr, wir wollen weniger. Was ist das denn hier? Das soll Mülleimer sein? Sieht aber komisch aus. Gibt es keinen Plastikblock oder sowas? Oh, was war das gerade? Das von der Kaffee? Nee. Das da. Achso. Was willst du denn? Projektorleinwand, lol. Warum ist eine Projektorleinwand aus Glas? That make no sense at all. Okay. Naja. Kann man aus dir wieder Plaste machen? Naja. Also. Schade. Aber gut. So, egal. So. Wir brauchen das Zeug hier. So, wir brauchen Bookshelf. Wie viel? 12 Bücher kann das sein? Oder finden wir vielleicht mehrere? Nein, da. Genau, wir kriegen einen Bookshelf und für einen brauchen wir 3 Stück. Das heißt, wir brauchen 12 Bücher. Also 36 mal Papier. Für 36 Papier bräuchten wir dann also 36 wären 9, wären 27 mal Papyrus. Auch wenn das jetzt eigentlich ein Zuckerrohr ist, aber das interessiert kämpfen Details. So, Papyrus. So. Ist Fertigungsraster alles. Dann kriegen wir 9 mal 4, 36. Und das müsste dann genau reichen für die Bücher. Ne, genau, doch. Genau, wir müssen erstmal Bücher draus machen. Das sind genau 12 Bücher. Perfekt. Passt also. Sehr gut. Wir sind schon wieder am Verhungern hier. Was ist denn los? Die Felder sind mittlerweile auch schon fertig. Übrigens, wir können mal zu unseren Feldern nach hinten gehen. Nein, wir... Wir könnten erstmal hier die ganzen Dinge absammeln. Und wenn wir dann nachher sowieso in die Richtung gehen, dann können wir da mal kurz bei den Feldern vorbeigucken. Dann müssen wir jetzt nicht extra hingehen. That make no sense. Dann ernten wir hier nochmal durch. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Dinger hier komplett übertrieben sind?
Aber ich hoffe mal, jetzt seht ihr es selber. Wie gesagt, die Dinger, die wachsen so schnell. Das ist total abartig. So, brauchen wir Holz. Und zwar nicht gerade wenig, wir brauchen 24. So, wir machen einfach mal so, dann machen wir einfach mal so, dann machen wir einfach mal so. Ja, hat gut funktioniert. Dann machen wir einfach so, 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 so. Und dann nehmen wir mal Bücherregale. Yay. Und das restliche Holz nehmen wir einfach mal so mit. So, können wir nämlich hier auch ein paar Bücherregale hinstellen. Ungefähr so und ungefähr so. Wunderbar. Also, was ist hiermit eigentlich? Hier noch so Dinge klatschen? Machen wir später irgendwann mal. Da hinten das Bücherregal reicht erstmal aus. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder hoch zu unserem Lieferungsladen, zu unserem Aussichtspunkt. So, gucken wir mal vorher, wie gesagt, bei unseren Feldern mal kurz vorbei hier. Gehen wir einfach mal querfeld ein. Dafür sind Wege ja gedacht, dass man sie nicht benutzt. Deswegen schreibt man ja auch Wege, also Weg und Weg genau gleich. Weil genau genommen soll man nämlich vom Weg weg oder weg vom Weg. Ja. Bitte schlagen Sie mich härter. BSC. So, ich wollte jetzt alles gewachsen. Sehr schön. Lütchen, dann ab in unsere kleine Hütte da oben. Hätten wir gleich mal gucken können, wie es von unten aussieht. Da mit der Schräge da, die wir da jetzt gerade verzapft haben in der vorherigen Folge. Aber so schlimm kann ja eigentlich gar nicht aussehen. Scheiße, ich wollte die Dinger ins Lager packen. Egal. Da kommen wir noch mal vorbei. Denke ich mal. Wir könnten jetzt mal hier so eine Lorenbahn bauen. Da können wir hier immer mit so einem Wagen hochfahren. Das Problem ist nur die Steigung. Es gibt nichts, was eine Steigung von 4 Blöcken hat. Selbst Advanced Trains hat leider nur für bis zu 3. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ne, die hätten ruhig auch mal bis vier, so vierteiliges Dings damit machen können. Hätte nicht geschadet. Aber naja. So, jetzt haben wir natürlich wieder keinen Ofen mitgenommen. Das macht aber nichts. Einen Ofen können wir uns ja selber bauen. Wäre es ein bisschen schöner gewesen, einen mitzunehmen, weil wir haben davon halt 4 Stück rumzuliegen, aber okay. So, der Tisch kommt dahin, dann kommt der eine Stuhl kommt dahin und der andere kommt dann dahin. So, der Ofen, den Ofen würde ich gerne irgendwo ein bisschen zentraler machen. Machen wir den hier so hin oder hier so hin? Ich bin gerade am überlegen, ob ich die drei jeweils noch eins links verschiebe und den Ofen da hinten hinklatsche. Macht das Sinn? Nein. Ha, das Problem ist halt, der Ofen hat doch so eine hässliche Textur. Den will ich jetzt hier nicht hier auf in die Wand reinpacken, weil von hinten sieht der hässlich aus. Also, nicht unbedingt hässlich, aber passt halt nicht zur sonstigen Einrichtung hier. Ich klatsche ihn einfach hier hin. Dahinter ist so plus unser alter WKP die Schwanz. Ich habe die Spitzhacke zu Hause gelassen. Ja. Zum Glück haben wir alles dabei. So,
Dann kamen wir hier auf den Ofen, damit hier drin auch immer schön warm ist. So, und jetzt kommt das, was ich hier drinnen vorhatte. Da muss ich gucken, ob wir nach hinten genug Bautiefe haben für sowas. So, ich würde mal sagen, wir machen das hier auf der Höhe. Jetzt packen wir hier das Bett rein. Hat ja gut geklappt. Genau. Ach scheiße, man sieht den Cobblestone von unten durch. Ach scheiße. Quatsch, nicht Cobblestone, sondern hier. Die Kohle. Dankeschön. Die Kohle machen wir gleich mal in den Ofen rein. Brauchen wir ja vielleicht später irgendwann mal. Nein, nicht oben, sondern unten bitte. Dankeschön. So. Und jetzt kommt das, was ich vorhatte. Und zwar Ellos Tyros Maximus. Okay. Müssen wir noch von hinten machen. Okay, das geht natürlich nicht. So. Und so. Jetzt kommt hier das Bett rein. Nein. So, und schon haben wir einen wunderschönen Wandschrank. Gut, mit einer geschlossenen, also mit einer durchgehend geschlossenen Tür wäre es wahrscheinlich besser von Optik her. Aber ne, damit ihr so wisst, was ich meine, hier eine so kleine Wandschrank und da kann man sich halt so reinlegen und dann so schlafen und ja. Was man noch machen könnte, damit das Ganze ein bisschen authentischer wirkt, wir schmeißen uns mal hier nochmal die Werkbank hin. Und machen mal einen Stein rein, nehmen uns das Ding hier. Und jetzt gibt es gerade gleich eine Katastrophe, weil ich das nicht hinbekomme. Doch, ich bekomme es hin. Sehr schön. Tada! Das sieht gleich noch authentischer aus. Richtig schön. Ah, perfekt. Kann man sich hier so reinschlafen. Mein Spawnpoint wollte ich jetzt eigentlich nicht hier hinsetzen, aber ist auch nicht weiter schlimm. Dann machen wir jetzt ab jetzt immer hier auf. Egal. Ja, das war halt so, ne, so die Idee. Haben wir so schon Wandschrank. Kann man sich jetzt so schön reinpacken. Easy, ist doch geil, Omato. So, das Ding kommt wieder mit. Und da sind wir hier soweit erstmal fertig. Mehr fällt mir hier erstmal nicht ein, was man hier machen könnte. Ach, scheiße, die Bücherregale. Die sollten noch hinten in die Ecke. Kommt halt hier hin. Frage ist nur wo. Kommt halt hier hin. Frage ist nur wo. Hier hin. So. Tada! Kann man hier mal noch schön gucken. Sehr gut. Okay. Hat man hier so, weiß nicht, irgendwelche Bücher, sowas wie. Ja, okay. Unterlagen für Überwachungszwecke, sowas, ich weiß nicht. Geheime Mitschnitte, Videomaterial, alles das, was halt die NSA gerne sammelt. So. Und hier ist schön Schiede. Sehr gut. Da können wir jetzt wieder runtergehen und wenn wir da unten sind, würde ich mal sagen. Fangen wir mal die Höhlentour an. Beziehungsweise fangen wir mal damit an, für die Höhlentour unsere Ressourcen zusammen zu sammeln. Also was wie Nahrung. Genau. So. High Speed. Wächst hier auch alles schön? Sieht nicht so aus. Das jetzt müsste unser Getreide sein. Macht doch Sinn, weil wir dafür ein ganzes Feld haben. Gut, gehen wir mal Richtung Haus.
Der Apfel hier hing mir gerade im Weg rum. Wisst ihr, wir könnten hierdurch eigentlich noch so einen kleinen Schleichweg bauen, weil hier, ne, von der Luftlinie her würde es sich halt an, ja, macht halt Sinn. Irgendwie ein bisschen, ne? Ah, unsere Kuh! Also nicht unsere Kuh, aber die, die wir wahrscheinlich auch letztens hier gesehen hatten. Jetzt ist sie natürlich wieder da. Eine Hure ist das. So. Okay. Für die Höhlentour mache ich erstmal hier ein bisschen Platz. Ja, komm, ganz ehrlich. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Du kommst da unten rein. Du auch, du auch. Ja, Blaubeeren haben wir jetzt mittlerweile mehr als genug. Sehr schön. Eine Axt brauchen wir unten in der Höhle garantiert nicht. Was wir eher brauchen, wäre die Spitzhacke. So. Dann. Nahrung wäre jetzt halt noch eine Idee. Ich meine, sinnvoll ist es nicht, weil sinnvoll wäre am sinnvollsten die Blaubeeren, aber ich meine, wir haben extra die ganzen Felder hinten angelegt, damit wir für Nahrung mal machen können. Das wäre ja schade, wenn wir das nicht auch benutzen würden. Das heißt, ich gehe mal kurz nach hier. Ne, ist noch gar nicht so viel gewachsen. So, gehen wir mal zum Lager und machen uns mal, schmeißen mal zum einen die ganzen Blaubeeren rein. Und dann gucken wir mal, aus was wir welche Art von Nahrung machen könnten. Für die Höhlenkur. Ach, wir hätten ja doch Klingstone drin. Okay. Boah, sogar 700? Lol. Ja. Gott, Blaubeeren ist auch schon ganz schön voll. Obwohl, also voll zum Glück noch nicht, aber wir haben mittlerweile 1000 Blaubeeren. Ach du heilige Kacke. So, zuallererst. Farming. Ich würde mal sagen, weil ich immer hier drauf so geier, nehmen wir uns das auch mal mit. Das heißt, wir brauchen Tomate, Gerste, dann grüne Bohnen und was noch? Ach klar, ja. Das, was dem Gericht seinen Namen gibt. Hm. So, was können wir denn noch machen? Donuts wäre halt auch geil, ne? Brauchen wir Zucker für. Okay, kriegen wir 3 Donuts für. Ich mache mal jeweils 3, das heißt, hiervon kommen noch 2 mit. 2. Man kann mit den Dingern immer nicht so schnell klicken, weil wenn man so schnell klickt, dann ignoriert er quasi ein paar einfach. So, dann brauchen wir jetzt noch Zucker. Kriegen wir daraus immer 1 Zucker oder 2 Zucker oder 50 Zucker? Okay, kriegen wir 2 Zucker. Das heißt, ach, kann ich sowieso hier lassen. Da haben wir direkt vor unserer Hütte was. Aber wir brauchen halt. Nee. Ach. Was jetzt normales Mehl? Ja, normales Mehl. Weizen. Naja, von Weizen haben wir echt einen ganz schönen Verbrauch. Ja, brauchen wir 8 Stück. So, dann brauchen wir natürlich ein bisschen Äpfel und Kakao haben wir bei uns.
Da muss ich hier nichts mitnehmen. Aber ein paar Äpfel haben wir auch bei uns. Dann haben wir ein bisschen was Süßes, was Herzhaftes, also Scharfes, ist ja nicht wirklich herzhaft. Würde ich gerne halt hier noch ein bisschen Toast mitnehmen. Brauchen wir einfach nur Brot für. Okay. Was ist das denn? Okay. Können wir machen, muss man aber nicht. Wir brauchen dringend Weizen, ey, ist ja. Okay, ich würde damit mal sagen, haben wir alles, was wir brauchen? Ich gehe mal in die Richtung hier, um ein bisschen das Weizen anzustacheln, damit es auch wirklich wächst. Vielleicht sollten wir das Weizen mal nach hier vorne umlagern. Dann müssen wir aber wieder alles nach hinten verschieben. Oh Gott. Was eigentlich gar nicht so schlimm wäre, ganz ehrlich. Vielleicht sollten wir einfach direkt die Beeren als einziges, also vorne die blauen und roten Beeren als einziges hier hinten klatschen, dann hängt es halt hiermit so zusammen, ne, Beeren und Beeren, weil die wachsen halt abartig schnell. Dann könnten wir vorne das, diese Dinger da, können wir dann nach hier packen und dann kommt vorne einfach nur noch das Stroh hin. Das macht vielleicht sogar Sinn. Und Sachen, die Sinn machen, mag ich persönlich sehr dolle. Okay, aber zuallererst brauchen wir mal Kakao. Jetzt kommt die Kuh mal wieder. Letztens ist dieses Protokoll nie wieder zurück. Die ist dann einfach disappeared. Sehr schön. Man kann Kakao nicht so essen, ist ja lame. Okay, folgendes. Da Rinder mit dir. Dann brauchen wir einmal, haben wir 8 Kekse. Dann brauchen wir das hier. Haben wir Donuts. Den können wir jetzt schöne Donuts machen. Perfekt. So, und dann brauchen wir jetzt noch eine Schüssel oder was auch immer. Wir müssen das erstmal malen, ne? Kann das sein? Einfach direkt eine Schüssel. Okay, gut. Schüsseln haben wir welche, oder? Nein, haben wir keine. Ich bin jetzt mal naiv und ich gucke einfach nach. Okay, also doch. Hä? Ach, das ist immer blöd, wenn mehrere Sachen ein und dieselbe Rezept haben. Wir kriegen natürlich genau das Falsche. Und mit der können wir aber nicht anfangen. Wir brauchen wirklich die hier. Oh, ist das kacke. Oh, ist das kacke. Gibt es hier noch ein anderes Rezept? Ne, gibt es kein anderes Rezept für. Das kann doch nicht sein. Das ist ja Bullshit. Ach so, halt, warte mal. Doch, wir können doch die hier auch benutzen. Genau, irgendein Gegenstand aus Gruppe. Ja, heißt also, wir können auch der hier benutzen. Okay, dann Fertigungsraster, brauchen wir 3 Stück, passt doch. Dann eben, Glück gehabt. Dachte schon, wir brauchen wirklich die hier, aber ist ja nicht so. Da war ja ein G davor. Da, G. Fertigungsraster. Oh, lecker, lecker, lecker. Schön Chili, das haut rein, das haut aber sowas von, du. Kriegt damit blaue Flecken von. So. Der restliche Zucker schmeißt irgendwie hier unten in die Nahrungskiste rein. Warum haben wir hier Taler drin? Das macht da überhaupt keinen Sinn. So. Und dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt in die Höhle gehen,
mache ich tatsächlich doch mal das mit dem Feld. Das heißt, wir werden das hier mal abbauen. Einfach because we need this. Dann, wenn wir das wie geplant umsetzen und wenn wir das geschafft haben, gehen wir unten runter in die Höhle und weil immer wieder was dazwischen kommt, schaffen wir es wahrscheinlich, also heute sowieso nicht mehr, auch mit den Feldern, das schaffen wir heute nicht mehr. Und morgen wahrscheinlich auch nicht, weil wir wieder dazwischen kommen. So, wir haben ein Weizensamen und 12, das ist ja fabulös. Fabulös. Fabulous. Genau, das heißt, ihr müsst alle mitkommen. Ich schmeiß euch mal erstmal nach oben. Vor allem, was mich halt ein bisschen wundert, ist, hier ist ja, wir haben jetzt quasi zweimal Blaubeeren und zweimal Raspberry Pi. Ja, also zweimal Raspberry. Weil, eben, wir haben ja hier vorne die, ne? Ah, die sind ja Himbeeren, okay, sind Himbeeren. Dann haben wir halt hier noch Blaubeeren. Und eben hier hinten haben wir auch nochmal mindestens Blaubeeren. Und Himbeeren, glaube ich, auch. Das Rosa müssten Himbeeren sein. Also eins von den beiden sind Himbeeren. Das heißt, wir haben die Sachen jeweils sowieso immer schon doppelt und dreifach und 50-fach. So, Blaubeeren mache ich mal auf die Seite, weil hier auch blau und schwarz ist, ne, damit es ein bisschen so farblich geordnet ist. So, dann kommen jetzt hier die roten. Was mich halt persönlich noch ultra freuen würde, wäre sowas wie, ne, kennt man ja hier von der Farming Mod, wenn man jetzt hier irgendwie drei hat, die drei einpflanzt, dann rücken die roten ja automatisch hier nach, dass man sowas irgendwie als Mod für alles implementiert, dass wenn man zum Beispiel halt Holz hat und man das Holz irgendwo hinbaut und dann der Stack, den man gerade in der Hand hat, leer ist, dass dann der nächste Stack automatisch nachrutscht. Das wäre halt schon arschgeil. Wäre es halt wirklich. So, die wachsen auch natürlich schon wieder direkt. Das hier eher nicht so. Warum auch immer. Hier wächst das auch nicht wirklich so. Warum auch immer. So, und dann packen wir die restlichen Trauben gleich direkt ins Lager. Kann ich auch direkt hier einsortieren. Halt. So. So, dann kommen jetzt die Rebdinger da, diese Kackdinger, diese Kacknoobs. Wobei, die kann ich noch gar nicht hinten aufstellen, weil da sollen ja, da ist ja, das Weizen ist noch gar nicht fertig. Dann hast du das erstmal direkt im Inventar. Müssen wir hinten warten, bis das Weizen fertig ist, und wenn das Weizen fertig ist, können wir es dann abbauen und dann diese Dinger hier dann entsprechend hinten einbauen. Dann haben wir hier vorne das Weizen, das ist quasi dann immer hier im Durchgangsbereich. Das heißt, es wird dann auch hoffentlich schön oft aktualisiert. Also nicht aktualisiert, sondern geladen, dass es halt auch schon wächst. Weil wie gesagt, wir brauchen ganz, ganz schön viel Weizen. Und ja. 1, 2, 3. Nein,
Ist ja nur 24. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das war dumm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, Rest kann weg. Das heißt, du kommst nach da und du kommst nach da. So. Die Dinger lasse ich dementsprechend auch einfach mal bei mir direkt im Inventar drinne. Dann fällt uns das später vielleicht hoffentlich wieder ein. Gut, die 14 kann ich ja quasi schon mal einpflanzen. Schade ja keinem. Sehr schön. So, guck, ob die Dinger jetzt hinten einen Schub bekommen haben. Ein Wachstumsschub. Also das ja. Aber das hier sieht noch nicht so aus, als wenn es wachsen würde. Na gut, dann gucken wir mal. Ach, hier wächst es jetzt. Dann gucken wir mal nächste Folge. Ja. Gucken wir mal weiter. Bis dahin. Also für euch dann am Morgen. Ich nehme immer wieder zwei Folgen mit einmal auf. Zwei Tage mit einmal. Also vier Folgen. Von daher, bis dahin.